Salzburg im Magazin und das sind die Themen. Die Innovationszone, neue Arbeitswelten in der Salzburg AG. Kraftwerk Diesbach, Umbau zum Pumpspeicherkraftwerk, was bisher geschah. Und auch diesmal stellen wir Ihnen eine Obuslenkerin aus Leidenschaft vor. Wie leben und arbeiten wir in Zukunft? Eines ist wahrscheinlich, und zwar, dass sich beides vermischen wird. So wird auch das Arbeiten an unterschiedlichen Orten alltäglich werden. Die neue Innovationszone in der Salzburg AG ist ein Symbol für eine neue, freie Arbeitsweise im Unternehmen. Die Salzburg AG will künftig neue Produkte entwickeln, die das Leben der Kunden in Zukunft noch leichter machen. Dazu gilt es, über den Tellerrand zu blicken, um neue Ideen ins Unternehmen zu bringen. Kreativität ist hier gefragt. Dazu wurde das Innovationsprogramm der Salzburger AG ins Leben gerufen und die Innovationszone als neue Arbeitswelt im Unternehmen etabliert. Es geht hier nicht nur darum, dass wir hier in neuen Arbeitswelten Produkte entwickeln, sondern es geht gerade auch darum, dass wir als Unternehmen auch unseren Mitarbeitern, die Top-Leute sind, die auch top motiviert sind, die Möglichkeit schaffen, im kreativen Umfeld kreative Ideen zu entwickeln. Kreative Ideen zu entwickeln und dafür das richtige Umfeld zu haben, ist wichtig, bestätigt auch Christiane Wager, Zukunfts- und Trendforscherin aus Wien. Grundsätzlich geht es darum, dass sich das Leben und die Arbeit miteinander vermischen wird. Der große Treiber davon ist natürlich die Digitalisierung. Und deswegen müssen wir in Zukunft überlegen, wie nutzen wir die Orte neu? Wo arbeiten wir zu Hause? Wollen wir überhaupt zu Hause arbeiten? Oder verbannen wir die ganzen Tablets und Handys? Und noch elementarer hier in der Salzburg AG, wie möchten wir unsere Arbeitsräume hier neu gestalten, um diesem prozesshaften, diesem kooperativen, diesem vernetzten Arbeit in Zukunft auch gerecht zu werden. Um eben dieses Zusammenspiel zu fördern, gibt es die neue Innovationszone der Salzburg AG auch als Treffpunkt für Meetings. Wir brauchen für unterschiedliche Arbeitsphasen auch unterschiedliche Arbeitsräume bzw. Arbeitszonen, wie wir das hier sehen. Die Innovationszone der Salzburg AG ist in mehrere Bereiche aufgeteilt, um eben diesen Bedürfnissen nachzukommen. Und das ist gemäß Wager eine sehr gute Kombination für ein zukunftsträchtiges Unternehmen. Ich habe auch heute vor allem noch mal mehr mitbekommen, was hier alles gemacht wird und dass es eben nicht nur einen linearen Strang gibt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen kleinen Teilbereich von dem gesamten Unternehmen umgebaut und das muss jetzt erstmal wieder reichen für die nächsten 5 Jahre an Innovation, sondern was hier sehr gut passiert ist, dass man unterschiedliche Module zusammenbringt, unterschiedliche Ebenen zusammenbringt und versucht, da ein Gesamtbild draus zu machen, was Innovation angeht. Die Salzburg AG arbeitet weiter an der Innovation. Im Sommer gibt es das Robotercamp für Kids, im September geht die Innovation Challenge 3 ins Finale. Dann wissen wir auch, welche Projektideen neu ins Unternehmen gebracht werden. Vor gut einem Jahr gab es den Spatenstich beim Kraftwerk Diesbach im Pinzgau. Dieses wird vom Speicherkraftwerk zum Pumpspeicherkraftwerk umgebaut. Was bisher geschah, zeigen wir Ihnen jetzt. Wir wissen, dass wir alle in Zukunft mehr Energie benötigen. Das heißt, es muss aber auch mehr Energie nachhaltig in Salzburg produziert werden. Allerdings kann man Kraftwerke nicht an jeder x-beliebigen Stelle bauen und der Platz im Bundesland Salzburg ist auch nicht unendlich vorhanden. Aus diesem Grund setzt die Salzburg AG auf die Flexibilisierung bestehender Kraftwerke, wie am Beispiel Diesbach im Pinzgau. Und das im Einklang der Natur. Das bedeutet, dass aus einem bestehenden Speicherkraftwerk ein Pumpspeicherkraftwerk entsteht, mit modernster Technik. Aber schauen wir uns mal an, wie so ein Pumpspeicherkraftwerk funktioniert. Das Wasser kommt wie bei jedem Speicherkraftwerk ganz normal vom Speichersee, läuft durch die Turbinen und erzeugt Strom. Danach ist das Wasser in die Saarlach geflossen. In Zukunft wird das Wasser im sogenannten Unterbecken zwischengespeichert. Bei Bedarf wird es dann durch die Matrixpumpen wieder in den Speichersee gepumpt. Im Frühjahr 2017 gab es für die Erweiterung zum Pumpspeicherkraftwerk den Spatenstich und den Beginn einiger Herausforderungen, wie wir noch sehen werden. Aber jetzt alles der Reihe nach. Als erstes wurde mit den Arbeiten an der Pumpenhalle begonnen. Das Fundament wurde gemacht und das Gerüst der Halle gefertigt. Danach ging es schon mit der Lieferung der sogenannten Windkessel los. Diese Windkessel muss man sich vorstellen als große Druckausgleichsbehälter, die uns helfen, die Belastungen auf das Leitungsnetz, das ja dort bei einem Wasserkraftwerk, wie es so üblich ist, mit hohen Drücken konfrontiert ist, zu reduzieren.
Und dieses Einheben der tonnenschweren Windkesseln war eine komplizierte Geschichte. Millimetergenau wurden die Kesseln an ihren Standort gehoben. Ein Nervenkitzel für alle Beteiligten. Im Herbst 2017 wurde der Stausee im Steinernen Meer entleert. Dadurch konnte man zum Stollensystem, das unter dem Wasserspiegel liegt, vorrücken und dieses erweitern. Diese Maßnahme haben wir im Zusammenhang und in Zusammenarbeit mit den lokalen Fischern durchgeführt, um den Fischbestand im Stausee möglichst zu bergen. Danach wurde mit den Arbeiten am Unterbecken begonnen. Das Unterbecken hat die Funktion, das Wasser nach der eigentlichen Stromerzeugung zu speichern, um es später bei Bedarf wieder in den Stausee zu pumpen. Der Bau des Energiespeichers Diesbach bedingt auch, dass wir das bestehende Kraftwerk für ein halbes Jahr vom Netz nehmen. Die Teile kommen zu uns, natürlich nach jahrelangem Einsatz, verschmutzt, verschlissen, mit Schlamm, mit Dreck behangen. Und die werden dann zerlegt bei uns, die werden gereinigt, die werden, wenn es erforderlich ist, werden Teile aufgeschweißt, werden Sand gestreut, während kommt ein Korrosionsschutz drauf. In der Pumpenhalle wiederum wurden die 24 Matrixpumpen installiert. Eine dieser Pumpen hat eine Leistung von ca. 1,23 Megawatt. Wenn alle laufen, bekommt man 3,3 Kubikmeter Wasser pro Sekunde Richtung Stausee. Das entspricht ca. 22 Badewannen pro Sekunde. Wir haben uns hier in diesem Fall für dieses Konzept entschieden. Es ist ein komplett neues Konzept, dass man so viele Pumpen auf einmal zusammenschließt. Das ist ungewöhnlich, aber es gibt uns in diesem Fall die Möglichkeit, auf die Bedürfnisse vom Strommarkt ganz kurzfristig und gezielt reagieren zu können. Das heißt, wir können uns jede Pumpe zu- und wegschalten und damit die Leistung des Kraftwerks in ganz feinen Schritten regeln. Im April 2018 wurde das Unterbecken nun fertiggestellt und es zeigt sich in seinem vollen Ausmaß. Das Besondere an diesem Unterbecken ist, dass es eigentlich zur Umgebung nicht abgedichtet ist. Also es spiegelt sich mit dem Grundwasser aus und wir können da diesen Pegel, so wie man hier sehen, noch ungefähr um 2 Meter anheben bzw. um 2 Meter absenken. Das Unterbecken hat ein Fassungsvolumen, ein nutzbares Volumen von ungefähr 42.000 Kubikmetern. Im Turbinenbetrieb fließen maximal 4 Kubikmeter in der Sekunde zu und im zukünftigen Pumpbetrieb werden dann maximal 3,3 Kubikmeter pro Sekunde aus diesem Becken entnommen werden. Mittlerweile wurde eine Turbine, die zur Stromerzeugung dient, wieder in Betrieb genommen. Auch die 24 Matrixpumpen werden für die Rückführung des Wassers auf den Berg zum Stausee getestet. Alle Informationen zu den Kraftwerken der Salzburge finden Sie übrigens auch auf unserer Webseite unter www.salzburg-ag.at. Wir kommen zur Meldungsübersicht. We want you. Derzeit suchen wir verstärkt Elektrotechniker und Kommunikationstechniker im Unternehmen. Aus diesem Grund veranstaltet die Salzburge immer wieder Informationstage für HTL-Absolventen. Alle Informationen zur Bewerbung finden Sie auf www.salzburg-ag.at/karriere. Grüße von der Buschbur, jetzt mit der Information für alle Sonnenhungrigen. Bis Badeschluss mit Lepibus heißt das Motto der Linie 23, die sie bis zum 9. September ins Freibad Leopoldskron bringt. Die Linie 23 fährt von Oberkniegel über Saam, Itzling, dem Hauptbahnhof und Hannusplatz direkt ins Freibad Leopoldskron. Es bleibt nass und somit kommen wir in den Pinzgau, genauer gesagt nach Zell am See. Durch die Inbetriebnahme der neuen Hochdruckverdichtungsstation bis Mitte Mai im Bruck an der Großglockner Hochalpenstraße wird die Gashochdruckleitung bis Saalfelden von 16 bar auf 70 bar erhöht. Grund dafür ist die Versorgungssicherheit im Erdgasnetz. Um vor der Druckerhöhung eventuelle Fehlstellungen bzw. Beschädigungen an der Erdgasseeleitung zu erkennen, hat die Salzburg Netz GmbH, eine 100%ige Tochter der Salzburg AG, eine Befahrung mittels Tauchroboter im Zellersee durchgeführt. Effektiv ist so, der Tauchroboter ist bis 200 Meter Druck geprüft und hat zwei Kameras drauf, eine hochauflösende Kamera, die dann permanent also mitlaufen. Wir haben einen Greifer drauf, der gerade in dieser Situation sehr wichtig ist, da wir immer wieder, wenn wir an Hindernisse kommen, uns zum Teil auch festmachen können, um eine genaue Verortung vorzunehmen und dann an der Stelle weiterzumachen, nachdem das Hindernis umgangen ist. Die Begutachtung der Erdgasleitung fand teilweise in 80 Metern Tiefe statt. Wir wechseln vom Zellersee in Salzkammergut an den Wolfgangsee. Schon seit Kaiserszeiten gibt es die Schifffahrt am Wolfgangsee,
1873 wurde der Schaufelraddampfer Kaiser Franz Josef I. vom Stapel gelassen. Nach wie vor pendelt das filmreife Nostalgieschiff zwischen den Orten St. Wolfgang und St. Gilgen und zählt zu den Attraktionen der Flotte. Das 33 Meter lange Nostalgieschiff war schon Star in zahlreichen Filmen und ist nach wie vor Teil der Wolfgangseeschifffahrt. Heute zählt die Flotte 6 Motorschiffe. Mehr zum Start der Vorsaison finden Sie übrigens auch auf unserer Webseite. Wir bleiben auch gleich am Wolfgangsee und sollten Sie noch vorhaben, sich heuer das Jawort zu geben oder vielleicht dann im nächsten Jahr und Sie haben noch keine passende Location gefunden, dann haben wir möglicherweise das Richtige für Sie. Der Wolfgangsee gilt als einer der schönsten Seen Europas und lockt die Menschen seit Jahrhunderten ins Salzkammergut. Neben der Linienschifffahrt können Schiffe auch für private Feierlichkeiten oder Firmenveranstaltungen gemietet werden. Ob Hochzeit, Firmenfeier oder Seminar, alles ist möglich. Vom Abendessen bis zur Firmenpräsentation, bis zur Hochzeit, bis Kaffee und Kuchen Nachmittag, Hochzeitstorte anschneiden, Brautstellen. Also wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten vom Tanz am Abend, wobei Livebands spielen. Also das Spektrum ist sehr, sehr groß. Eine Hochzeit auf dem See macht den schönsten Tag im Leben zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Wer möchte, fährt mit dem Wolfgangsee-Schiff stilvoll zur Trauung und genießt an Bord einen gemütlichen Sektempfang. Ja, das kann man sich so vorstellen, dass diejenigen, die Hochzeiten wollen oder heiraten wollen, entweder kirchlich oder standesamtlich heiraten am See, die Möglichkeit besteht natürlich in allen drei Orten, malerischen Orten St. Wolfgang, St. Gilgen und in Strobl, muss aber in der jeweiligen Hoheitsgebiet der Gemeinde stattfinden. Ja, sobald der Termin feststeht, ist es so, dass die Gäste zu uns kommen. Wir machen das dann dementsprechend fix, schauen, was machen wir am Schiff nach der Hochzeit, einen Sektempfang, schneiden die Hochzeitstorte an. Alles, was das Herz begehrt. Alle 6 Schiffe können für Hochzeiten und andere Veranstaltungen gemietet werden. Auf Wunsch koordiniert und plant ein erfahrenes Team den Event und kümmert sich um das Catering, die Ausstattung und das Rahmenprogramm. Es gibt Kurzentschlossene, wo wir halt dann schauen, dass wir noch was auf die Beine stellen. Aber meistens sollte es schon ein halbes, dreiviertel Jahr vorher sein, sich das Ganze durchzuüberlegen. Wir haben die Kapazität von 20 Personen bis 250, ist kein Problem. Machen wir gerne, ob wir mit einem oder zwei Schiffe fahren, das liegt dann an der Größe der Gruppe. Auch kulinarisch wird man vom Team der Wolfgangsee-Schifffahrt verwöhnt. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man direkt am Schiff dann isst, quasi das Hochzeitsmahl einnimmt? Ja, natürlich gibt es diese Möglichkeit. Wir haben verschiedenste Menüs im Angebot. Wir kochen live, unsere Köche Mario und Manfred kochen für Sie das, was Ihr Herz begehrt. Jetzt würde mich noch ganz besonders interessieren, wie könnte denn so ein Brautstehlen am Schiff ausschauen? Ja, da gibt es sehr, sehr verschiedene Möglichkeiten. Wir fahren eine nette Runde von 1 bis 2 Stunden. Das Schiff liegt an, die Braut wird vom Schiff weggestohlen. Oder man kann es auch ganz anders machen. Es kommt ein Motorboot und entführt die Braut. Haben wir alles schon gehabt. Eine gute Geschichte und natürlich für die Braut Action und für die Gäste auch. Alle Informationen und Angebote finden Sie auch im Internet. Sie sind täglich auf Salzburgstraße unterwegs und geben Ihr Bestes, die Fahrgäste von A nach B zu befördern. Es geht um die Obuslenkerinnen und Obuslenker in der Stadt Salzburg und wir stellen Ihnen in den nächsten Wochen einige davon vor. Was gefällt mir ist, ich bin sehr stolz, einfach so eine 18 Meter Obus lenken durch die Stadt. Es ist einfach so ein Traum. Und das alleine macht mir so toll, ich kann jeden Tag fahren. Ich bin Hotelfachfrau, habe in Ghana, London und Gläsern studiert und habe ja meine ganze Leben nur in Gastronomie gearbeitet. Ja, natürlich, Gastronomie ist eine schwierige Arbeit. Und jeden Tag kommt der Stress, der Druck und am meisten immer weniger Personal und der Lohn ist auch nicht so besonders. Und irgendwann möchte ich nicht mehr weiter und habe einfach Lust auf etwas anderes. Aber
weiß nie, was genau. Dann überlegen, was muss ich jetzt machen. Und irgendwann habe ich eine Dame gesehen, fahren Obus, der mir sofort Klick gemacht, das ist, was ich möchte machen. Und ab diesem Tag habe ich einfach Interesse zu machen und habe beworben. Und dann hier bin ich heute Obuslenkerin. Ich bin einfach so stolz, an eine 18 Meter lang Obus durch die Stadt lenken. Ist mir eine Herausforderung und ich freue mich jeden Tag zu fahren. Das war das Salzburger Magazin und alle Beiträge finden Sie wie gewohnt auch auf unserer Facebook-Seite, auf YouTube und auf www.salzburg-ag.at.